So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS. So, Post alles. Immer noch Level 33. So. Ich habe mir überlegt, dass ich ab jetzt einfach, wenn wir 80 km/h auf Dauer echt zu langsam sind, mal wieder moderat fahre. Ja? Das heißt, nicht wie ein Rowdy, aber ich werde mich bei Autobahn auch nicht ans LKW-Geschwindigkeitslimit halten, sondern einfach so fahren, dass ich halt gut im Fluss bin. Aber wie gesagt, so wie rote Ampeln und so. Werden wir trotzdem einhalten. Vorfahrtsregeln und so werden wir auch alle einhalten. Nur das Geschwindigkeitslimit nicht. So, direkt wieder grün. Nice. Freie warme Wattibahn. Alter, jetzt kommt die Sonne voll von vorne. Das ist nicht gut. Jetzt sind hier auch wieder Ampeln, die hinter der Kreuzung sind. Schaffen wir es auch die für uns? Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Und wir dürfen nicht vergessen, wir müssen jetzt noch wahrscheinlich bald ins Bett. Wie gesagt, so 20 bis 21 Uhr. Von daher würde ich mal fast sagen, nächste Raststätte fahren wir einfach mal rein. Ich glaube, davon kommt sogar schon eine. Lol. Ah, nee, das war noch ein bisschen zu früh. Gut, übernächste Raststätte fahren wir rein. Also, die erste Raststätte ab 20 Uhr. Wetten, ab dann kommt wieder keine mehr. Oh, vorne kommt erstmal wieder Zollgebiet. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
Ja, ich glaube, da ganz hinten ist so ein Bett-Symbol. Da werden wir uns ja nochmal. Wow. Schön uneben hier. Da werden wir uns wahrscheinlich nochmal schlafen backen. Weil ab jetzt ist es 20 Uhr. Richtig schön unebener Boden hier. Gefällt mir. So, da links kann man gleich parken. Diese Ausfahrt.
Warum fährt der Bus langsam als der LKW? Was ist denn schon wieder los? Was war das denn gerade für eine Aktion? Oder?
Aha. Okay. Schnicke, schnicke. Was will er bei einem Schutthaufen? Also Geröll. Mit einer fucking Pickhacke. Und warum schmeißt er sich in den Haufen rein? Ich habe Fragen. Viele Fragen. Wow, hier oben ist sogar ganz viel Baumaterial drauf. Und wieder einer, der hier heimlich Pause macht. Oder denkt, dass ihn keiner sieht. Sehr cool, das Ganze. Not bad, not bad. Ja, mit dem LKW gerade war ja wieder. Vor allem, wir kriegen halt immer. Das ist halt auch genau die Gründe, weswegen ich das mit dem Bußgeld dann abgeschalten habe. Weil ich meine, wir kriegen so auch die einzelnen Schaden, ne? Wir können jetzt nicht sagen, ja, Junge, gib mal deine Versicherungsdaten, die Reparatur zahlst du, ne? Geht nicht. Aber dann auch noch, wenn ein Bußgeld aktiv ist, kriegt man dann zusätzlich auch noch die Strafe. Deswegen. Sowas ist immer Bullshit. Da würde ich das Spiel am liebsten auf DVD brennen und dann die DVD zerbrechen. Copyright bei Gronkh. Und da sage ich jetzt immer arschfick. Oh, ich gehe die Baustelle sogar noch weiter. Ah, ist das cool. Sehr geil. Oh, das ist ja ein geiles Auto da oben drauf. Auto will ich haben zum Restaurieren. Wisst ihr, hat er nicht unsere Ware Schaden? Nee. Aber war ja doch, unsere Ware hat Schaden bekommen. Aber wenn man mal guckt, bei der Ware ist ganz unten der Bereich ist rot. Wir haben also zwar noch nicht 1% Schaden bekommen oder so, aber die Ware hat mittlerweile Schaden. Ob es durch den Unfall kam, I don't know. Aber ist das höchstens naheliegend. Und ich meine ganz ehrlich, dass ein LKW mal die Spur wechselt und direkt danach wieder die Spur wechselt. Okay. Aber der hat ja zurückgewechselt, noch bevor er komplett drüben war. So, der hat ja nicht mal einen Spurwechsel abgeschlossen.
Diese gelben Fahrzeuge vom ADAC oder was da auch immer drauf steht, die scheinen ganz schön viele Aufträge zu haben, ey. Sehen wir ja andauernd. Alter, das ist schon wieder Stocker-Partie. Holy shit. Und dabei sind wir nicht mal in der City. So viele Objekte gibt es hier doch gar nicht. Holy Wackamoli. Dann soll das für die Folge auch gewesen sein. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.